hallo, Freunde, hallo. Der Wahnsinn geht wieder los, liebe Zuschauer. Ja, servus, grüßt euch miteinander und herzlich willkommen zum Auftakt der diesjährigen Tourenwagen Trophy. Ich hoffe, die Technik bleibt heute instand und ja, ich sehe jetzt auch, dass wieder mein Chatmodul hier funktioniert. Also ich hoffe, dass wir diesmal keinen Streamabbruch haben, wie am vergangenen Montag bei der Rallye Monte Carlo. Wäre sehr, sehr schade. Natürlich auch an alle Zuschauer, die jetzt schon mit dabei sind. Herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Es geht wieder los. Es ist der normale Wahnsinn eigentlich dafür, wofür die RRC bzw. auch ganz viele andere uns kennen. Tourenwagensport geht wieder los und wir starten rein gleich ins Quali und dann erzähle ich euch alles zu den Änderungen, alles was da neu passiert. Und jetzt muss ich auch immer gucken, ist für die Lautstärke angemessen, weil die Dinger, ihr wisst selber, die dröhnen. Ihr hört es im Hintergrund schon, da ist mega was los. Also ich hoffe, es passt soweit. Dementsprechend gehen wir gleich rein ins Live-Bild. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich guck mal, was haben wir da noch? Da hat noch irgendeiner... Ich werde belästigt noch, das ist nicht gut. So, jetzt schauen wir einfach mal, wie das da mit dem Sound hinhaut, weil TCR ist alles etwas lauter, machen wir mal 20%. Und das ist die Boxenanlage von Sundown Melbourne in Australien. Und ihr seht links unseren neuen Tower und ihr seht da schon, es ist richtig was los. Mein lieber Schwan, und es fehlen uns, glaube ich, noch Daniel Pachel. David Streng, der musste leider kurzfristig absagen, ist aber zumindest hier mit dabei im Chat. In diesem Sinne einen wunderschönen guten Abend an Dozer Dave. So, wir schauen, wir gehen mal auf einen der Altmeister, der auch wieder mit am Start ist. Und ihr könnt mir auch gerne im Chat schreiben, wenn es mit den Autos zu laut ist. Der Mann mit der Startnummer 13, Andy Eller. Schneller, schneller Andy Eller. Wie lange durfte ich diesen Satz schon nicht mehr sagen? Ist schon ein bisschen her und der Andy ist gleich irritiert. Fährt hier auf der langen Gerade erstmal nebendran. Ah, ich glaube, es passt schon, der Sound. Bei mir dröhnt es im Ohr und ich habe wirklich meinen Lautsprecher relativ leise. Also, Qualifying 15 Minuten und dann kommen wir schon zur ersten Neuerung. Denn wir haben im Nachgang nicht mehr 30 Minuten Rennen, sondern nur noch 2x25. Hat einfach den Grund, wir sind Mittwochabend, ihr wisst, morgen ist wieder Arbeit, Schule, was auch immer. Dementsprechend haben wir gesagt, nehmen wir mal hier und da 5 Minuten weg. Dadurch fällt auch unser Boxenstopp-Fenster weg. Weil normalerweise hatten wir das immer zwischen Minute 10 und 20, also nach 10 Minuten sind die Fahrer reingekommen, haben dann ihren Pflichtboxenstopp absolviert und dann ging es wieder los, raus auf die Strecke. Da hatten sie 20 Minuten Zeit dafür. So, jetzt schaue ich noch nach einer richtigen Kameraperspektive, weil die sind hier richtig beschissen. Das ist so das Einzige, aber wir werden da was finden. Da, hier, nehmen wir die, schaut gut aus. Das Umland von der Strecke ist wirklich hässlich. Sie macht wahnsinnig viel Spaß zum Fahren, aber ihr seht selber, das schaut aus wie, keine Ahnung, Commodore 64. Nein, also Boxenstopp-Fenster fliegt weg, der Pflichtboxenstopp bleibt allerdings. Somit haben wir da auch das Thema, dass wir beim Pflichtboxenstopp weiterhin mit Reifenwechsel arbeiten, aber die Fahrer können sich jetzt frei aussuchen, wann das passiert. Ob gleich zu Beginn des Rennens, wenn sie im Verkehr festsetzen, oder dann erst relativ spät, weil sie da gerade in der guten Position unterwegs sind. Also ein bisschen Taktik ist mit dabei. Und was neu mit dabei ist, ich suche ihn gerade, aktuell nur einmal auf der Strecke, es ist die Startnummer 44, es ist der grüne Subaru Levoc BTCC mit Uwe Schlabe am Steuer, also man wird heute BMW vermissen, der heckangetriebene Levoc BTCC. Also Subaru ist wieder mit am Start und ihr seht, ja, das ist ein Kombi. Das ist ein richtig schönes Schiff. So, jetzt muss ich bloß noch kurz was klären, sonst stört er mich die ganze Zeit. So, also, Subaru ist die nächste Neuerung. Dann gibt es noch eine weitere Neuerung. Um das Ganze nochmal ein bisschen spannender zu machen, als die Rennen ja eh schon sind, wird es so ausschauen, dass wir jetzt auch 3 Punkte für die schnellste Rennrunde pro Rennen vergeben. Also das heißt, wenn es mal einen der Großen erwischt
und der irgendwo ab Platz 11 landet, wo er normalerweise den Ehrenpunkt fürs Teilnehmen bekommt, gibt es die Möglichkeit, dass der sagt, Mensch, jetzt haue ich aber nochmal die schnellste Runde raus und dann kriege ich genauso viele Punkte wie der siebte, nämlich 4. Also das heißt, da ist noch was mir möglich und natürlich haben wir die Großen auch die Chance, mal mit dran zu bleiben. Ne? Also kann für die Meisterschaft noch entscheidend sein. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch neue Namen und guck mal an, ganz vorne aktuell die Startnummer 98, das ist Lukas Pfister aus dem Team von Sektor 3 Racing und die sind ja hier, das ist ja fast eine halbe Vereinsmeisterschaft, also da ist ja wirklich was bei Sektor 3 los. Die sind ja hier, die kommen ja wie ein Schwarm Hornissen. Und Lukas Pfister, Startnummer 98 mit dem Lynk und Co. 03, wann haben wir das Fahrzeug bitte zuletzt gesehen? Liebe Freunde, das ist ja auch schon keine Ahnung wie lange her. Aber einer der Neuen setzt hier mit 1.14.3 gleich erstmal eine Polezeit, ja. Und schon ist vorbei. 1.13.8, Andy Eller, die Startnummer 13 für Max Racing, wieder unterwegs. Ja, da hat sich nichts geändert. Hat da große Verträge ausgeschlagen, Andy Eller bleibt da seiner Marke treu. Und fährt hinter der Startnummer 35 und auch der ist für Sektor 3 Racing unterwegs. Das ist Emanuel Finke, auf den wir heute besonders achten müssen, denn wer so die Insider-Stories kennt, wir wissen alle, dass der Name Finke-Nator Dachflip ist. Ja, das kommt nicht von ungefähr. Auftakt der letzten Trophy, wir erinnern uns, Laguna Seca, Oktober 2023. Da hat er den BMW eben sauber in der ersten Kurve unten aufs Dach gelegt. Und das ist hier heute auch durchaus wieder möglich. Fährt mit dem Link und Co. 03. Und eben auch für Sektor 3 Racing. So. Und wir sehen schon, die Curbs relativ hoch. Da hebelt die Autos gern auch mal aus. Die Runde wird nix. Vielleicht bessere Runde für Andy Eller. Bleibt erstmal bei der 1.13.8. Auf der zweiten Position aktuell auch ein neues Design, meine Damen und Herren. Das ist Michael Kiesel, der Mann mit der Gurke. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es tut mir leid, der war falsch. Vielleicht hört er zu, ich weiß es. Ich entschuldige mich hier schon. Aber ihr seht selber, der Mann fährt mit der Gurke auf dem Auto. Und in neuen Designs, denn das ist das Design von CAD Rennsport. Ja, das ist das Nachfolgeteam von Black Phoenix Grand Prix. Ja, wer es vielleicht mitbekommen hat, ich habe mir da mehr oder weniger in meinem Team nochmal gedacht, na, ein bisschen Neuerung, nach ein paar Jahren müssen wir irgendwas verändern, ist nicht ganz so gut gelaufen. Nehmen wir doch den Namen auch gleich mit raus. Der Vogel ist noch unten auf dem Auto zu sehen, das werden wir vielleicht dann auch im Laufe des Rennens nochmal etwas genauer betrachten können, aber neues Design, Michael Kiesel, aber der Junge ist genauso flott wie vorher, ist neben Andy Eller derzeit der einzige Fahrer, der die 1.14 geknackt hat. Auf der dritten Position eben Lukas Pfister, dann auf der vierten Position mit der 99, weiteres Auto von SR3, ist Matthias Palenberg, der Belgier, auf der derzeit vierten Position, 1.14.4, da ist dann aber schon eine halbe Sekunde Rückstand auf die Pole Position. Finke mittlerweile verbessert auf die 5 und dann haben wir den nächsten Ex-Meister. Auch da steht Max Racing am Auto. Das ist Michael Dormann, Rennlegende hier. Ja, hat die dritte Tourenwagen-Trophy damals gewonnen und fährt auch wieder mit seinem Meisterauto. Das ist der Volkswagen Golf GTI. Auch der ist beigeblieben und wir sehen, da hat er nichts an Pace verlernt, beziehungsweise das Auto ist immer noch konkurrenzfähig. Aktuell schnellster Golf auf der 7. Position. Auch ein neuer Fahrer mit der Startnummer 100, das ist Matthias Pieper. Auch der ist für Sektor 3 Racing unterwegs. Allerdings mit einem Cupra Leon Competition auf der derzeit 8. Position, einem WTCR-Modell. Bevor wir Daniel Streng auf der derzeit 9 haben, das ist auch ein... Das ist der Hyundai Elantra. Das gleiche Fahrzeug, was auch Michael Kiesel bewegt. Mit der Startnummer 5 hier unterwegs. Der Bruder David, wie gesagt, der fehlt heute. Auch der ist mittlerweile auf Elantra umgestiegen. Also die Audis hat man damals verkauft. Wir sehen schon, da kommt er jetzt in Sektor 2, nicht Sektor 3. Sektor 3 steht gleich an. Ja, schönes Ding. Also es wird heute sehr, sehr spannend werden.
Und Daniel Dörr ist auch wieder da. Daniel, vielen Dank für das Abo im 16. Monat. Viel Spaß. Mal schauen, wann wir dich hier wieder mitsehen können. Ja, und einer schiebt sich jetzt gerade auf die 8, das ist Uwe Schlawe, 1,14,7, also Mittelfeld ist relativ eng. Da kann viel passieren. Einer steht an der Box, das ist Timo Füglisthaler, den haben wir zuletzt auch gesehen bei der IMSA. Hier wird der erste Unterbodenflip von Herrn Finke gefordert, im Quali etwas früh, würde ich sagen, aber wer Spaß hat. Anilo Rahm auch mit dabei, der fährt einen weiteren Cupra aus dem Team von SR3, also so ziemlich halbe Vereinsmeisterschaft, die man hier ausdeckt. Aktuell auf der 12, auf der 13. Position, das ist Stefan Günther. Der hatte vor dem Torfi-Finale letztes Jahr vor Suzuka nochmal das Fahrzeug gewechselt, war auch unterwegs auf einer Toyota Corolla. Die Corolla bringen wir gleich nochmal ins Bild, die ist auch nochmal überarbeitet worden. So, wo haben wir denn den ersten Corolla-Fahrer? Der kommt direkt dahinter, das ist Moritz Reiniger. Der fährt für S91 Rennsport, genauso wie der Teamchef wie Maximilian Stengel. Der ist direkt dahinter mit der 53. Das sind die Jungs. Hey, da hebt das Beinchen. Schön. Schön wie der Hundi. Also S91 Rennsport hier mit drei Autos am Start und die Corolla wurde nochmal überarbeitet. Die Zeit von Füglisthaler mit Platz 12 bei 1,15,2, ich glaube, das spiegelt so eine ganz wieder, weil man hat da wirklich bei der Aerodynamik einiges gefunden, was man verbessern konnte. Das ist ja eigentlich ein BTCC-Modell, aber da haben quasi vom Hauptentwickler einige Daten gefehlt und beim Testen war Michael Kiesel schon gleich schnell. Die haben jetzt natürlich alle nochmal zugelegt und schauen wir mal, wie es fürs Rennen ausschaut. Ich vermisse das Auto mit der Startnummer 25, fällt mir gerade so auf. Das ist das Auto von Michael Schwan. Außer ich habe den jetzt hier übersehen. Da ist er. Auf der 5 mittlerweile nach vorne gekommen. Gerade wollte ich nur sagen, ja, da fehlt noch ein weiterer Golf. Das ist Michael Schwan. Ja, mit der letzte Racetech-Mohikaner. Denn da haben sich einige mittlerweile verabscheut. Ja, Daniel Pachl ist noch mit gemeldet für den heutigen Abend. Mal schauen, ob es der jetzt dann bis zum Rennen noch schafft. Aber bei Racetech, da ist, ja, ich möchte nicht sagen Umbruch, aber man hat eine neue Situation. Michael Schwan natürlich immer noch mit dabei. Wie gesagt, Daniel Pachl auch noch gemeldet. Harald, die Legende, Döner Hatzenbach, auf den warten wir noch bei der Tourenwagen Trophy. Ist natürlich auch noch ein bisschen Platz zum Mitfahren. Und Sven Schulze war zuletzt mit dabei, aber ein Name fehlt und das ist der Meister und der macht's wie Kalle Rovanperä, der Rallye-Weltmeister. Der legt jetzt erstmal wegen Ausbildung ein, ja, ich sag mal, Sabbatical, wollte ich jetzt schon sagen. Ja. Also der macht erstmal Pause. Von daher, da erstmal bei Racetech leichter Umschwung. Auf Jim Knopf, da warten wir auch noch. Der hat auch schon mal wieder angekündigt, dass er dazukommt. Und einer steht noch in der Box, den haben wir noch nicht mehr mit dem Bild gehabt. Das ist Walter Rother auf den anderen, den schalten wir gerade. Das ist die Nummer 7, das ist Timo Füglisthaler aus der Schweiz. Genauso wie Moritz Reiniger. Zuletzt ja beide schon bei der IMSA mit dabei gewesen, haben da Maximilian Stengel mit unterstützt im S91 Rennsport-Team und man ist eben jetzt hier auch in der Trophy mit dabei, also 16 Fahrer für den Start, das ist herrlich. Ich glaube 17 oder 18 waren eingeschrieben. Das sind gute Zahlen eigentlich für ein Auftakt-Event, hatten wir schon lange nicht mehr und was da vorne passiert, um jetzt auch mal wieder auf Sportliche zu kommen, das ist schon klasse. Es führt die 96, es führt Michael Kiesel und der setzt hier einen auf dem Asphalt, 1.13.468 mit dem Hyundai Elantra von der CAD Rennsportmannschaft. Also das ist ein Top-Einstieg, den man hier gleich hätte, wenn da der ja, einzige Pilot, den wir da im Reigen haben, hier direkt vorne wegfährt. Aber ihr wisst ja selber, ich bin da ziemlich neutral. Mich seht ihr erst in ein paar Wochen, wenn es dann Richtung LSC geht. Komme ich auch nochmal dazu. So, also Kiesel 1.13.4 und Lukas Pfister, das ist auch so ein bisschen die Überraschung. Der fährt jetzt zwar eine 1.14.3, ist aber in der Liste mit 1.13.8 auf der zweiten Position. Und lustige Story, die beiden kennen sich.
Die sind nämlich zusammen bei Black Phoenix Kart gefahren. Das ist auch schon ein paar Jahre her, aber ja, das ist hier alles irgendwo ganz eng vernetzt, ne? Alle unterwegs bei SR3. Jetzt, also Pfister, Palenberg, Streng, Rahm, alles mit am Start und Teamchef, der fehlt natürlich. Der sagt sich Tourenwagen, Frontkratzer ist nicht seins, Andreas Käferlein nicht mit dabei, hat zwar auch ein Fahrzeug gestellt bekommen, aber wird nur vereinzelte Gaststarts machen. Ich gehe mal schwer davon aus, das wird dann am Norrisring passieren. Also Pfister noch auf einer schnellen Runde, mal schauen, ob er da sich verbessern kann. Und SR3, stimmt, das war glaube ich ein Fernsehsender. S3R, Sektor 3 Racing. Vielen Dank für die Korrektur aus dem Chat. Michael Dormann biegt in die Boxengasse ab, da ist auch schon einiges los. Hinten hat gerade auch noch ein Auto abgestellt und Pfister bleibt bei 1.13.641. Ja, der verbessert sich nochmal. Palenberg ist noch unterwegs, 1.13.8. Noch vor Andy Eller, der ist mittlerweile auch schon in der Box. Also da ist, das sind ein paar mit runter, die zeigen dann schon, was hier möglich ist. Und dann haben wir den langen Block an 1.14er Zeiten. Mal schauen, was dann gleich im ersten Rennen des Abends passiert. Wir sehen schon, da unten ist noch Betrieb. Palenberg, Schwan, Kiesel, die kommen jetzt über den Zielstrich. Auch für die ist das Qualifying jetzt beendet. Und ich werde noch mal ganz kurz was im Tower mit anpassen. Also das war das Falsche, sorry. Ich werde noch mal in unserem neuen Tower nämlich ganz kurz was anpassen, denn Boxenstops, die sollten wir sehen. Ich schau mal, ob ich das jetzt irgendwo mal so verdeckt rechts machen kann. So, Qualifying beendet. Ging grad fatz, ne? Das ist unsere Startaufstellung für den ersten Durchgang gleich. 25 Minuten im ersten Saisonrennen dieser Tourenwagen Trophy und ganz vorne auf der Pole steht ein Ex-Meister mit Michael Kiesel im Hyundai Elantra mit der Startnummer 96. Dahinter dann Lukas Pfister mit dem Lynk und Co. 03, die haben hier ein sehr gutes Comeback. Startnummer 98. Dann die Startnummer 99, Matthias Palenberg in der zweiten Startreihe zusammen mit Andy Eller. Das da oben ist relativ nah zusammen. Dann haben wir dritte Reihe mit Michael Schwan und Daniel Streng, der den Hyundai Elantra dann auch nochmal verbessert hat. Reihe 4, Immanuel Finke mit dem Lynk und Michael Dormann auf dem Volkswagen Golf. Also nächste Ex-Meister, den wir hier sehen. Aber drei Stück im Feld dabei. Reihe 5 dann, das ist dann auch das Ende der Top 10, mit Uwe Schlabe im neuen Subaru Levoque BTCC und Matthias Pieper fährt auch bei seinem Einstand in die Top 10 mit dem Cupra Leon WTCR. Nächste Reihe, dann in Reihe 6 Angelo Rahm mit der Startnummer 15, nebendran die Startnummer 7, die erste Corolla mit Timo Füglisthaler. In der Reihe 7 dann Stefan Günther mit der Startnummer 70 und Moritz Reiniger, ebenfalls aus der Schweiz, Reihe 8 mit Maximilian Stengel und Walter Rother. Ja, da unten sehen wir die Fahrzeuge, die nicht mit dabei sind. David Streng, Daniel Pachel, die Rennleitung ist auch nicht mit dabei, habe ich gehört. Klasse Ding. Also Startaufstellung sind wir durchgegangen. Ein paar stehen da unten. Die stehen ja kreuz und quer. Sensationell. 2.45, dann geht's los. Dann hoffe ich, dass soweit alles passt, dass unser Tower dann auch mitspielt. Ich wollte bloß die Boxenanzahl noch mit einklinken, dass ihr dann auch seht, wer schon an der Box war. Das ging mir irgendwie hin. Ist zwar nicht so schön wie bei unserem Tower, aber zumindest wird kurz aufblinken, dass jemand in der Box steht. An alle, die jetzt noch dazugekommen sind, ich sage es gerne nochmal, gibt heute keine amerikanische Hymne, denn wir sind in Australien, das ist klar. Aber für alle, die jetzt eingeschaltet haben. Hallo, Freunde. Und ich hoffe, dass keiner dabei ist, der während dem Rennen sagt: Meine Chicken Nuggets verbrennen! Das wäre unglücklich, ja. Was wir heute auch nicht sehen wollen oder hören wollen von den Fahrern ist: Ich glaube, mein Auto ist kaputt. Ja. Oder: Der fährt seinen Kompressor spazieren, tut er! Alles besser.
als wenn wir hier irgendwelche Ausfälle haben. Können wir natürlich nicht verhindern. Bei 16 Fahrern kann viel passieren, vor allem auf dem Kurs. Und ja, Finke, Nator, Dachflip, schreibt es sich. Es geht jetzt los. Wochen der Vorbereitung. Man muss ja das auch mal von unserer Seite auch sehen. Wie gesagt, die Fahrzeuge wurden nochmal komplett angepasst. Wir haben, wie sagt man immer so gern, die Bugs behoben. Es ist die Streckenauswahl noch zwei, dreimal angepasst worden. Werde ich im Laufe der Session auch nochmal dazukommen. Wir haben ja eigentlich quasi bloß die Perlen von Assetto Corsa auspackt. Warum? Weil dieses Jahr ein zweiter Teil angekündigt ist, kommen soll. Und es sind natürlich auch noch einige andere Simulationen, wo wir natürlich auch warten, wie sich die entwickeln, wie Automobilista 2 oder wie Rennsport. Ist das was? Können wir damit was anfangen? Ist dann da auch mehr Betrieb? EA WRC haben wir ja auch schon neu im Programm mit dabei. Also da ist schon was los. Also mal schauen, wie sich das entwickelt. Von daher ist jetzt das mal bis April geplant, die nächsten 2,5 Monate mit dieser Trophy. Ja, und ich glaube mal, die Pole hat Michael Kiesel gar nicht so viel gebracht. Zumindest schaut es von hier oben so aus. Denn die stehen da vorne gleich in der ersten Reihe. Also Pfister sogar mit der etwas besseren Ausgangsposition, weil der hat nämlich den Ausgang von Turn 1 für sich. Ja, finde ich dufte. Boxengassenausfahrt, die wird auch relativ interessant werden. Das ist so ein bisschen wie am Norrisring. Ich ziehe einfach wieder auf die Geraden, wo gerade Autos kommen, könnte scheppern. Wir hoffen es nicht. Und jetzt wird's laut. Jetzt wird's laut, liebe Freunde. Jetzt geht's los. 5 Sekunden noch. 4, 3, 2, 1. Auf geht's. Saison ist eröffnet und wir gehen direkt auf die Spitze. Und Pfister kommt gut weg. Und ich muss jetzt hier auch mal ganz kurz meinen Tower irgendwo wieder wegnehmen. Die Jungs sind unterwegs und den besten Start, den erwischt Andy Heller. Andy Heller kommt davor mit dem heckangetriebenen Infiniti Q50 BTCC. Pfister übernimmt jetzt erstmal die Führung. Dahinter sehen wir Heller, Kiesel auf der 3. Der Polesetter Palenberg auf der 4. Schwan blieb auf der 5. Dormann auf der 8. Finke eine Position verloren. Und weiter hinten, da sehen wir auch mal Walter Rother, der kämpft gerade gegen die Startnummer 70, gegen Stefan Günther. Also das Feld ist erstmals gut durchgekommen und hier hinten sehen wir auch schon Füglisthaler gegen Reiniger. Da ist sogar eine kleine Lücke von 2 Sekunden. So, jetzt schalten wir nach vorne, jetzt geht's das oben, das erste Mal durch die Schikane und da geht gleich einer weit, das ist Michael Schwan. Der Schwanenmann, gleich mal in der Schikane übers Gras gegangen und das ist die Möglichkeit für Daniel Strengler vorbeizukommen. Auf die 5. Position, beziehungsweise auf die 6. Ja, bei uns ist doch, wir sind immer noch vorne. Und das ist ein, da steht ein Auto. Da steht Matthias Palenberg. Palenberg und Andy Heller. Palenberg und Andy Heller. Anfahrt zur letzten Kurve. Wir haben ein Fahrzeug in der Box. Das ist Immanuel Finke. Finke macht den frühen Stopp. Aber bitte, was da bei Palenberg und Heller los war. Weit ans Ende des Feldes zurückgefallen. Ich meine, die haben die Pace, die werden vorne wieder reinfahren. Aber wer heißt unser Spitzenreiter? Das ist die 98, das ist Lukas Pfister von Sektor 3 Racing. Dahinter Kiesel auf der 2. Position. 1,8 schon die Differenz. Dann haben wir auf der 3 mit Michael Schwart. Der hat 2,2 Sekunden. Ja, der hatte noch so einen kleinen Ausritt, aber der profitiert natürlich davon. Ja, natürlich, darf nicht fehlen. Geht wieder los, Freunde. Ist gleich wieder was hier geboten. Da muss ich meine Kaffeetasse gleich wegstellen. So, jetzt natürlich auch die Frage, kann das der Lukas Pfister in seinem ersten Tourenwagenrennen hier halten? Kiesel kommt von hinten schon wieder angeflogen. Wir sehen's. Die Lücke wird er ziemlich schnell zufahren können. Ah, der Sound dieser TCR, ich hab's vermisst. Kind ins Bett bringen und dieser Stimme lauschen ein Traum. Das geht runter wie Öl. Also die Spitze ist vorne unterwegs. Pfister jetzt erstmal mit der neuen schnellsten Runde. Hinter Streng haben wir dann Dormann auf der 5. Schlabe mit dem Subaru auf der 6. Und das Auto scheint ihm relativ gut zu liegen. Pieper auf der 7. Dann ist es Reiniger. Reiniger mit der Corolla schon auf die 8 vorgekommen. Auch Füglisthaler, die sind ordentlich unterwegs. Dazwischen sehen wir Anelo Rahm. Rahm auf der 10. Position.
Und auch da hinten. Stengel ist auch mit dabei. Die Corollas funktionieren. Jetzt auch auf der Geraden. Ja, da zieht er sich an bei Rahm im Windschatten. Rahm gegen Stengel, beziehungsweise da ist man im Windschatten von Füglichsthaler. So, da sieht man das erste Mal auch Stengel. Innen in der Schikane geht er drüber. Jawohl, schönes Ding von Stengel. Und hinten qualmt's. Das ist Palenberg. Palenberg vorbeigegangen. Wo ist Andy Eller? Auch der war schon einmal in der Box. Und ihr seht jetzt hier in der zweiten Spalte, neben dem M. M ist der Medium-Reifen, den alle fahren. Das ist ein Einheitsreifen. Aber ihr seht daneben ein P. Das ist ein Pitstop. Also Andy Eller auch schon an der Box gewesen. Der wird jetzt das Rennen von hinten vorholen. Und wie gesagt, selbst wenn es mal nicht so läuft, der hat noch die Möglichkeit, hier die schnellste Runde und 3 Zusatzpunkte zu holen. Wo ist Finke? Ah, der ist auch jetzt in Sektor 3. Ah, den musst du einfach bringen. Und das ist das Auto von Walter Roth. Ja, der fährt mit dem Hofferäder. Hosseräder, so rum. Schönes Design. So, aber hier im Mittelfeld, da ist der S91 Rennexpress unterwegs. Reiniger, Füglichsthaler, Stengel. Das ist so genial, wie die Autos. Oi! Hossa! Hossa! Ja, die Curbs sind unverzeihlich hier. Reiniger lernt das Fliegen in dieser dritten Runde, vierten Runde müsste man sein. Und Kiesel setzt die nächste schnellste Runde. 1.13.3, der ist nochmal schneller als im Qualifying und Uwe Schlawe geht zum Boxenstopp rein. Uwe Schlawe an der Box und dadurch geht der komplette Zug erstmal vorbei. So, Stengel gegen Füglichsthaler. Man ist angekommen in Top 10. Ja, man profitiert freilich davon, dass hier die Kollegen sich da anscheinend etwas in die Quere gekommen sind. Palenberg mittlerweile schon wieder auf die 11. Position nach vorne gefahren. Eller holt auf und Finke ist direkt hinter Uwe Schlawe. Also Finke war auch zum regulären Stopp. Bislang ohne Dachflip. Oh, und da dreht er den Uwe um. Er wartet, dass der Uwe wieder losfährt. Jawohl, das ist es. Und da kommt auch schon Eller angeflogen. Eller ist wieder dran. Wir werden dann auch gleich mal vorgehen an die Spitze, liebe Freunde, denn da ist Pfister gegen Kiesel. Mensch, ich habe so lange darauf gewartet, Turnwagen, das ist einfach, es ist phänomenal. Und wie gesagt, wie die Jungs da anbremsen, über die Curbs bouncen, das Auto stellt sich auf, das ist der Wahnsinn. Ja, 16,7 Sekunden, aber alle anderen waren vorher noch nicht an der Box. Also, das kann am Ende des Tages sogar entscheidend sein. So, jetzt haben wir Eller, der natürlich bei Emanuel Finke auch jemanden hat. Der Rennsport erfahren ist, ich erwähne es gerne immer wieder, Emanuel Finke, ja, schon im GT3 in Real Life unterwegs gewesen. Ja, echter Rennlizenzfahrer. Geht jetzt außen vorbei an Uwe Schlawe auf der Geraden. So, bislang noch kein Dachflip. So, Schlawe verbremst sich, muss jetzt aufpassen. Kommt aber meines Erachtens, jetzt sind den ersten Runden auch deutlich besser mit dem Subaru Levok zurecht, mit diesem Kombi, als mit dem BMW. BMW ist keiner mit dabei. Wo ist es weiter eng? Stengel, Palenberg, Füglichsthaler. Also Füglichsthaler muss einen Ausrutscher gehabt haben, der ist zurückgefallen auf die 10. Position. Hinten dann ist Palenberg, der gerade ordentlich schiebt und presst. Der will nach vorne und Füglichsthaler geht jetzt an die Box. Rahm sehen wir vorbeifahren. Geht jetzt auf die 10. Position. Es ist durch diese neue Pitstop-Strategie-Möglichkeit einfach etwas, wie soll man sagen, es ist anders, liebe Freunde. Es ist
Es ist etwas unübersichtlicher, aber das macht es auch für die Teilnehmer spannend, weil die müssen dranbleiben. Die können jetzt nicht irgendwo mal sagen, ich nehme jetzt mal den Fuß vom Gas und lass mal 2-3 Runden relax drauf laufen, weil die wissen nämlich nicht, wo komme ich am Ende des Tages wieder raus. So, und jetzt haben wir Pfister gegen Kiesel. Vorne an der Spitze. Der Michael Kiesel, der fliegt da rein in diese Schikane. Hinten Schwan konnte sich absetzen von Daniel Streng. Jetzt Pfister, Kiesel, die sind mal zusammen ein Kartrennen gefahren. Ich wollte es nur erwähnen. Die kennen sich. Die waren auf meiner Hochzeit. Ja? Ist auch schon 5 Jahre her. Aber das ist hier quasi Kampf der Einheimischen. Ja, aber wenn es die VfSS nicht mehr gibt, die Franken dominieren hier die Tourenwagen-Trophy weiterhin. Oh ja, und da hebt er das Beinchen. Schön, schön. Aber der Kiesel ist dran. Wir gehen auch mal rein ins Auto von Michael Kiesel. Startnummer 96. Da ist die Gurke rechts oben. Ihr seht sie. Wir sind dabei, wie Kiesel den ja, Anfänger in Anführungszeichen jagt, den Rookie. Aber wenn der Lukas Pfister so schnell unterwegs ist, dann hat das nichts mit Rookie zu tun. Da kommt Füglisthaler aus der Box, der war schon zweimal drin. Füglisthaler zweimal an der Box gewesen. Aber Kiesel und Pfister, das ist momentan Fahren in der eigenen Welt. Wo ist der Michi Schwan? Der kommt da hinten mit dem Golf auf der dritten Position. Streng, Dormann haben wir. Ah, da ist... Die können dem Ganzen nicht mitgehen, was bei Füglisthal los war, warum der einen zweiten Stopp hat, das weiß ich gar nicht. Ich schau mal nach, ob es da irgendwelche Informationen gibt. Das ist auch wieder das. Ich schau mal in den Discord rein, ob da irgendjemand angepingt hat. Aber im Moment ist es da ruhig. Und doch viel wichtiger ist, dass ihr weiterhin ein Live-Bild habt. Also ich will es nicht verschreien, um Gottes Willen, aber das ist schon sehr wichtig. Also vorne an der Spitze, da tobt der Kampf. Wo ist es noch eng? Das ist weiter hinten zwischen Finke und Eller. Und die sind mittlerweile aufgelaufen auf Moritz Reiniger. Der ist vorne geblieben, vor den beiden mit der Corolla. Ja gut, da war natürlich auch leichter Bandenkontakt zum einen jetzt da. Und jetzt Finke, Eller und Reiniger. Die gehen gerade von Sandau Melbourne, es ist auch so ein Klassiker. Klassiker aus den damaligen VfSS Tourenwagen Weltmeisterschaftszeiten. Finke vorbei. Eller probiert's aus. Ne? Oh, der geht's da in. Das ist sensationell. Das ist sensationeller Tourenwagensport. Auch von Moritz Reiniger. Uwe Schlabe kann nicht mithalten. Und Finke hat jetzt die Möglichkeit, sich erstmal zu lösen von Eller. Jetzt ist der Eller dran. Jetzt ist er dran an die Eller. Der absolute Wahnsinn und ein sauberer Griff vom Moritz Reiniger. Der Schweizer. Ja, das hat was vom Rallye-Sport. Es ist was los, es ist was los. Da fährt man einmal nicht mit. Ja, es ist einfach, es ist sensationell. Dormann gegen Streng. Ah, das liegt doch daran, dass der gute Daniel Streng gerade abgebogen ist Richtung Boxengasse. Da steht auch der Daniel Pachel. Pachel steht in der Box. Ah, der ist zu spät dran. Der wird dann wahrscheinlich im Rennen 2 mit durchstarten. Also, nochmal jemand mit am Start. So, da ist der Nächste.
Das ist Günther. Stefan Günther fährt auf Platz 10 mit seinem Peugeot 308 WTCR zum Stop und die Boxengasse, die ist sehr tricky. So, und Walter Rother, der übernimmt jetzt die 10. Position. Und ich komme wieder zu meiner Lieblingspassage. Jedes Rennen gerne erwähnt. Das sind alles teilweise Jungs, die noch nicht lange Assetto Corsa haben, die noch nicht auf Tourenwagen gefahren sind, die aber, ja, wie Walter Rother, auf der 10. Position sich befinden, weil mit diesem TCR lernst du so viel und so schnell dazu und bist so schnell dran am Feld. Das ist unglaublich. Deswegen, wenn ihr Lust habt, ihr habt Assetto Corsa, ihr habt einen PC zu Hause, ihr habt ein Lenkrad, ihr wollt hier mal mitfahren, immer wieder an der Stelle auch gern Werbung, schaltet's ein, geht hier in den Kanal, Discord und bestätigt die Regeln und dann könnt ihr euch fürs nächste Rennen in 2 Wochen schon anmelden. Ganz tolle Geschichte. Wie gesagt, ihr seht auch, der Walter Rother hier top mit dabei, aktuell auf der 10. Position. So, und ganz viele gehen jetzt rein. Schwan ist drin. Palenberg ist auch schon wieder nach vorne gefahren. Da kommt der nächste mit Anilo Rahm. Der ist auch mittlerweile auf der 7. Wie gesagt, der hat Assetto Corsa erst seit Weihnachten, ne? Und da kommt Daniel Streng, gefolgt von Maximilian Stengel. Und das ist Hauen halt. Der ist Hauen, das ist sensationell. So, jetzt haben wir hier unten ein bisschen Verkehr. Vorne wird es auch wieder enger, aber Rother. Was ist denn jetzt für WhatsApp? Was ist denn mit WhatsApp? Na, ich habe jetzt dafür keine Zeit. So, für WhatsApp lesen. So. Denn hier geht's ab und jetzt habe ich das Überholmanöver von Finke und Ella verpasst. Die sind vorbeigezogen an Walter Rother. Der ist auf der 11. Position. Dahinter ist jetzt Reiniger. Schlabe, auch Rahm ist auf die 14 zurück. Und Pachel ist mittlerweile im Rennen. Der wird sich warm fahren. Der wird noch einen Punkt holen. Ah, da hinten kommt Stefan Günther. Auch der jetzt auf der 15 hat den Stopp erledigt. Ah, da flackern jetzt schon die ersten Einser auf. Und zwischen Pfister und Kiesel wird es ganz eng wieder. Pfister und Kiesel wieder eng zusammen. Tolles Duell, da oben ist Pachel und Günther, also man ist da kurz vor der Überrundung, aber wie gesagt, die beiden müssen selber noch reinfahren. Die pushen aber hier auch wahnsinnige Zeiten. Pfister, letzte Runde 1:14:1. Kiesel nur unweit schneller gewesen. Ah, da ist der kleine Fehler, aber er pusht der Michi Kiesel. Hauptsache, die Jungs haben viel Spaß. Pieper ist an der Box. Oh, da fehlen nicht mehr viele. Es sind auch noch 8 Minuten 20. Ich meine, gut, die vorne haben keinen Druck. Die wissen, sie können jederzeit reinkommen. Das ist eben das Schöne. Und da hinten, wir haben ihn auch mal wieder im Bild, Michael Dormann, aktuell auf der 3. Position. Auch der muss jetzt pushen, hat Timo Füglisthaler gerade überholt. Pfister ist mittlerweile zum Stopp reingekommen. Also Pfister ist drin, dadurch ist Michi Kiesel erstmal vorne und der muss jetzt pushen. Der muss jetzt eine Zeit raushauen, dass er sich da vorschiebt. Also das ist jetzt natürlich das Interessante, die Undercut-Strategie. Und da ist er ja eigentlich einer der Meister drin, der Michael Kiesel. Das wissen wir, Daniel Pachel, der macht sauber Platz, jawohl. Wie gesagt, der groovt sich jetzt auf den Golfverlauf 2 etwas ein. Herr Thormann ohne Kinderschokolade, Skandal.
aber vielleicht nicht ganz so schnell geschafft. Also er hat mich heute Mittag angeschrieben, ob heute das erste Rennen ist. Und dafür, dass er eigentlich nichts trainiert hat, ist Platz 2 derzeit sensationell. So, Kiesel hält aktuell auch noch die schnellste Runde. Wie gesagt, wir müssen das im Kopf behalten, dass ja auch der Pilot mit der schnellsten Runde hier nochmal 3 Zeller abstaubt. Ist natürlich entscheidend vorne für die Spitze. Kann natürlich auch mal sein, dass so ein Andy Eller, der mittlerweile auch schon wieder auf der 10. Position angekommen ist, dass der dann natürlich auch sagt, so, jetzt greife ich an. Apropos 10. Position, Finke Eller, schaut euch das an. Die sind durch ihren frühen Stopp auch weit nach vorne gekommen. Da ist Palenberg auf der 8, Finke auf der 9, Eller auf der 10. Die sind schon wieder in den Top 10. Natürlich, die Beobachter werden auf Finke schauen. Der Mann mit dem revolutionierten Dachflip. So, aber jetzt ist er dran, der Andy Eller. Stengel sehen wir rechts, ist Richtung Boxenstraße abgebogen, der macht den Pflichtstopp, der tut jetzt einmal Reifen wechseln. Weiter hinten haben wir Reiniger gegen Schlabe. So, Finke etwas weiter rauskommen, weil wie gesagt, der Ausgang Turn 1 ist mit entscheidend oder auch hier die erste Schikane. Da kann man schon mal über den Curb flippen. Da hat es auch im Training einige erwischt. Also die Karosseriebauer sind hier schon bei den Tests ordentlich zum Einsatz gekommen, liebe Freunde. So, wieder Rasen zu auf Sektor 2, jetzt hier wieder über den Curb, da hebt es die Autos immer so leicht aus, wo man sich dachte, Mensch, ist mal einer mit dabei. So, weiter hinten ist Uwe Schlabe jetzt vorbeigegangen an Moritz Reiniger. Also auch der Uwe Schlabe ist gut unterwegs mit dem Subaru. Und Reiniger aktuell 11. Position mit der Corolla. Weiß aber da vorne, gehen vielleicht noch ein, zwei in die Box. Dennoch Platz 11. Das ist für den ersten Auftritt auch sehr respektabel. Rahm auf der 12. Position, der ballert hier gerade vorbei, den hören wir. Stengel auf der 13, Günther auf der 14, Füglichsthaler ist auf der 15 und Walter Ruder auf der 16. Position. So, und jetzt ist Kiesel drin. Und jetzt müssen wir schauen, jetzt der stellt den Elantra quer. So, wo ist Pfister? Pfister kommt hier unten, fährt Kiesel wieder los, Kiesel fährt jetzt los, da fährt einer durch und das ist Michael Dormann. Der übernimmt jetzt erstmal die Spitze, der war noch nicht an der Box. Der muss sich allerdings auch sputen, denn ist hinten noch 3,44. Wo kommt der Kiesel, wo kommt der Pfister? Der Pfister ist hinten auf der Garde, der Kiesel kommt oben rausgefahren. Für wen langt's? Kiesel bleibt erstmal vorne. Kiesel, der bleibt vorn. Der Pfister nur auf der 2. Das ist taktisches Racing, liebe Freunde. Und schaut euch das an, das ist eine halbe Sekunde. Sensationell, sensationell. Kiesel vor Pfister. Aber das Duell ist noch nicht ausgebustert bis zum Schluss. Die haben noch 2,50. So, jetzt muss bloß der Michael Dormann langsam mal schauen, dass er in die Box kommt. Der übernimmt jetzt gerade die erste Führung in dieser Saison. Der wird bloß wahrscheinlich Richtung Platz 5, 6 zurückfallen. Bleibt nochmal draußen. Der bleibt tatsächlich nur draußen. So, aber jetzt schaut euch mal an, wer da noch kommt. Michael Schwan hat aufgeholt, ist dort Boxenstopp auf Platz 4 und nur 3,4 Sekunden hinter den beiden. Also der wird jetzt auch hoffen, dass die sich da vorne noch mal etwas bekriegen,
das ist auch eine Möglichkeit für Michael Schwan, hier noch den Rennsieg abzustauben. So, Pieper gegen Palmberg. Den Matthias Pieper, den haben wir heute noch gar nicht oft im Bild gehabt. Und da hinten ist Matthias Palmberg auf der 7. Position. Also auch da ist letztes Wort um Platz 6 noch nicht gesprochen. Der Mann mit der Startnummer 100. Ja, wir sind ja mittlerweile angekommen im dreistelligen Bereich. Da sind ja schon so viele Fahrer mit dabei. Also Matthias Pieper auch sehr, sehr guter Einstand. Auch der hat den Anfängeraufkleber hinten auf der Stoßstange. Ja, im Chat wird diskutiert, warum der eine ohne Kinderriegellackierung fährt, der andere keinen Dachflip hinlegt. Oh, und Ella hat's gedreht! Ella hat's gedreht, der fällt noch raus aus den Top 10. 1:15 ist noch zu fahren und jetzt ist auch der Dormann reingegangen. Und da ist die Spitze. Und die geht auf die letzte Runde. Eine Runde noch in Rennen 1 und die beiden werden sich im Durchgang 2 auf den Plätzen 10 und 9 befinden. Nur in welcher Reihenfolge? Da ist ja wieder Top 10 Reversed, wie man es so schön schimpft. Kiesel momentan mit der besten Ausgangslage. Der Meister von 2022 aus dem Frühjahr. Einmal die Gerade hier im ersten Durchgang hoch. Pfister ist nicht im Windschatten. Jetzt geht es noch einmal diese schnelle Linkskurve. Und ihr schaut mal, wie die Autos da anstellen. Das ist schon sensationell. Hart über den Körb drüber. So, Pfister, der bremst auf der letzten Grille. Jetzt hat er nur noch die eine Schikane, die Möglichkeit. Da sind wir. Letzte Schikane über den Körb drüber. Gut raus, beschleunigen und dann wird unser erster Sieger diese Saison Michael Kiesel für CAD Rennsport heißen. Jawohl, so ist es. Zweiter wird Lukas Pfister und dritter Michael Schwan. Sensationell. Und da kommt der Viertplatzierte, Daniel Streng. Der macht's wie in der Vorsaison, liebe Freunde. Der ist still und heimlich vorgeschlichen auf die vierte Position. Und dahinter ist es auch nochmal eng geworden. Pieper auf der 5, Palmberg auf der 6, Dormann ist durch den späten Stopp noch zurückgefallen auf die 7. Position, kommt hier ins Ziel. Dann haben wir Walter Roder, der wird am Ende 15. Finke auf 8, Schlabe auf 9, Füglisthal haben wir noch dazwischen. Und Andi Eller muss sich hinter Reiniger anstellen. Und Moritz Reiniger ist damit auch der Polesetter für den zweiten Durchgang, der gleich startet. Aniol Rahm auf der 12, Stengel wird 13. Und dann haben wir noch den Stefan Günther, der als 14. jetzt ins Ziel kommt. Daniel Pachel, auch der, ja, wie gesagt, der wird jetzt ein Pünktchen mitnehmen, dass er hier zum Schluss noch mitgefahren ist. Der wird gleich im zweiten Durchgang attackieren. Aber sensationelles Rennen 1, das ist genau das, was wir eben schon die ganze Zeit gewollt haben. Ja, da sind die Jungs. Ja, die sind begeistert. Das ist ein Bärenrennen gewesen, sowohl von Kiesel als auch von Pfister. Top-Duell. Top-Duell. Ja, die Jungs hier versuchen sich Kinderriegel anzuzünden. Schon mal ein Kinderriegel geraucht. Das ist sensationell. Nein, also ganz, ganz tolles Rennen. Jetzt schauen wir mal, wie spannend der zweite Durchgang gleich wird. Das Einzige, ich werde hier bloß auf unseren anderen Tower switchen. Ich sag's euch so, wie es ist. Für den zweiten Durchgang, aufgrund der Tatsache, dass ich nicht sehe, wenn da jemand neben der Strecke ist. Also das müssen wir mal schauen, ob wir das noch mit einstellen können. Wo ist er denn? Wo ist denn unser Tower? Tower, da bist du. So, und auch da sehen wir, wer an der Box steht. Leider nicht, wer an der Box schon war. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das noch irgendwie hinbekommen. So. Also, Rennen 1 ist durch. Kiesel, Pfister, Schwan, das ist unser erstes Podium. Dann haben wir Streng, Pieper, Palenberg, Dormann, Finke, Schlabe und Reiniger. Das ist ein ganz bunt gemischtes Feld. Da sind ganz viele Autos mit dabei. Zeigt auch wieder, wie gleichwertig diese Liga hier ist. Dann auf der zweiten Seite Andi Eller, Rahm, Stengel, Günther, Walter, Füglisthaler und Pachel. Gefahren wurden dann, ja, schau mal hin, der Pachel hat nur 2 Runden Rückstand oder eine. So spät, na doch, er hat ein paar Runden. Ich habe jetzt da mit dem Füglisthaler vertauscht. Was ist mit Twitch los? Nimm mir mal mein letztes Wort raus. Das weiß ich nicht. Twitch ist momentan schwierig.
So, also erster Durchgang, sensationell. Wer hat die schnellste Runde? Auch das müssen wir jetzt in einem anderen Tool nachschauen. Wo ist unser Server? Wo ist unser Server? Fastest Lab, sehen wir das irgendwo? Die liegt ganz knapp bei Michael Kiesel mit 1.13.302. Ganz, ganz knapp. Der Matthias Pallenberg 1.13.409 war da noch knapp mit dran. Auch Pfister 1.13.466. Also das ist minimal, dass diese drei Punkte dann noch an Michael Kiesel mitgehen. Wie gesagt, gleich geht's rein in Durchgang Nummer 2. In 3 Minuten geht's dann los. Und wir gehen jetzt einfach mal rein und schauen uns die Autos mal an. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Also, jetzt schaut euch das mal an. Das ist ja eigentlich unser Pole-Setter. Das ist Moritz Reiniger. Das ist der einzige Fahrer übrigens im Feld, der noch keine Lackierung hat. Nebendran, eigentlich mit der Front schon ja, weiter vorne fast, das ist Uwe Schlabe. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich da richtig hupf. Oh, das war es nicht. Das ist Uwe Schlabe auf der zweiten Position. Dann auf der dritten, ne, das ist jetzt wieder hinten im Feld, das ist unser Auto. Ja, der Tower mag nicht so ganz, aber dann sehen wir wenigstens mal die Kisten. Finke neben Michael Dormann, das ist unsere zweite Startreihe. Dann in der Startreihe 3, da sehen wir Pallenberg und Matthias Pieper. Pieper auf der 6, dann die Startreihe 4 mit Daniel Streng und Michael Schwan. Und dann kommen wir in die Startreihe 5 mit Pfister und Kiesel. Ja, das ist sensationell. Das war sensationell. Reihe 6 dann, Andi Eller und Anielo Rahm. Bevor es dann in Reihe 7 geht, da sehen wir das Auto von Maximilian Stengel. Neben ihm steht Stefan Günther und Reihe 8 sind wir angekommen mit Walter Rother und der Hosse-Räder-Lackierung. Nebendran ist Timo Füglisthaler, dem wünschen wir jetzt auch ein besseres zweites Rennen. Und ganz hinten, ja, da steht die Startnummer 20, Daniel Pachel. Dann geht es gleich rein. Wir nehmen direkt noch unseren Spitzenreiter mit. Dann haben wir noch 1,29 bzw. mittlerweile 1,25 bis zum Start von Durchgang 2. Ja, auch der Zeitplan schaut ganz gut aus. Haben wir gesagt, bis 9:30 sind wir fertig. Also vielleicht für den einen oder anderen, Herrn Wiethege, doch nochmal Überlegung wert. Hm? Doch noch mit dabei sein. Wie gesagt, wir haben noch freie Plätze, aber ihr seht selber. Jetzt sind hier beim Auftakt aktuell 17 Fahrer am Start. 17 Fahrer. Auf manche Strecken passen nur 24 drauf. Einen müssen wir immer wegdenken für mich als Streamer, weil sonst seht ihr hier nichts. Und ich bin auch, oh, ich will es nicht verschreien, ihr habt noch Live-Bild, das ist sehr gut. Das freut mich auch. Wo geht's hin eigentlich als nächstes? In 2 Wochen am 7.2. Das sind wir am Salzburgring, das wird auch legendär. Salzburgring, da geht's noch enger zu. 21. dann. In Mosport, dann Nemuno Zidas Norisring und Vara Göttlandia. Das wird der Finale Furioso, das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber jetzt haben wir keine 30 Sekunden mehr. Bis reingeht in den zweiten Durchgang, liebe Freunde. Ja, und wie gesagt, hier Döhr, Segschneider. Das sind natürlich auch noch so Kandidaten. Ja, Dozer Dave, müssen wir gar nicht drüber reden. Das wird. Der ist beim nächsten Rennen mit dabei. Ah, da steht schon einer am Gas. Da steht schon einer am Gas. Ich muss mich wieder aufrecht hinsetzen, liebe Freunde. Da hört man wenigstens was bei den Tourenwagen. Rein in Rennen 2 und wer kommt am besten weg? Das ist Uwe Schlabe mit dem Subaru. Eller auch Topstar, der kommt da hinten rum, ist fast schon vorbei an Lukas Pfister. Und Uwe Schlabe führt dieses Rennen an, das ist Moritz Reiniger, der Tower aktualisiert sich gleich. Wir schauen mal weiter hinter, da geht einer gerade durch, das ist Pieper. Eller ist außen, Eller macht ganz viele Positionen gerade gut. Schwan mit Problemen. Zu hart über den ersten Curb drüber. Probiert sie jetzt außen. Da hat es einige rausgedrückt. Günther, auch Rahm ist mit dabei. Rother ist auf der 17. Position. Da fliegt das Feld. Und vorne ist Uwe Schlabe. Der fliegt da erstmal vorbei. Dann haben wir Stengel gegen Kiesel. Stengel, Kiesel, Pfister. Das sind meine Jungs aus alten Kartsportzeiten. Alle schon mal für Black Phoenix gefahren. So, Pfister ist wieder dran. Und Pallenberg und Dormann haben ein schönes Rennen. Jetzt ist Finke vorbei an Pallenberg. Dahinter Streng, Dormann hart über den Curb drüber. Aber die Post geht ab, zweiter Durchgang.
Roter gegen Stengel und ganz hinten Pachel mit dem Golf. Ja, der hat noch Probleme. Pachel mit dem Golf hat noch Probleme, aber die Saison ist wie gesagt lang. Und Finke geht jetzt vorbei an Dormann. Da gibt es den Kontakt von Dormann gegen Finke am Turmbanksport. Da ist es noch möglich. Da ist es noch möglich. Und selbst Daniel Steng vor der Schikane. Aber der weiß natürlich auch, da ist der Michi Dormann. So ist es. Und Eller mit der Aufholjagd. Andi Eller. Außen vorbei und da ist Palmberg. Ja, und wenn das Rennen zu Ende geht und der Andi Eller noch eine Top-Position hat, dann gehen ein paar Scheinchen bestimmt oder ein Kasten Bier an Daniel Steng, denn der hat den gerade nochmal gerade gestellt, den Andi Eller. Dass das da nicht weiter nach hinten gegangen ist. Wo ist eigentlich Kiesel? Kiesel aktuell nur auf der 12. Position. Der Sieger von Durchgang 1. So, Steng gegen Pfister, dahinter Eller und ihr seht wieder, wie eng es dazugeht. Das ist der Hammer. Das ist einfach mega. Wie gesagt, da darf man ruhig mal ein bisschen Kontakt fahren. Das ist nicht... Uwe Schlabe, 1:13:0. So, und Stengel geht an die Box, der macht's richtig. Der sagt sich, nee, ist mir gerade zu viel los. Oh, und Dreikampf. Dreikampf von der Schikane. Eller. Schaut euch den Andi Eller an. Hat die nötigen Eier und dahinter wird ein bisschen geschoben. Da ist Pfister, da ist Schwan, da ist Palmberg und da ist wieder Kiesel. So, Kiesel mit dem... Oh. Und Pfister gibt wieder Gas. Ja, Kiesel lässt sich zurückfallen, da war der Treffer. Das weiß er im Gemenge. Kann passieren. Wird jetzt gleich den Lukas Pfister wieder vorbeilassen. Aber schaut euch das an, die fahren hier teilweise zu viert nebeneinander. Rahm gegen Schwan, da hinten ist Füglisthaler. Schwan mit dem Golf, jetzt reicht es nicht mehr fürs Geradestellen. Zu viel riskiert, Michael Schwan. Jetzt ist Kiesel wieder vorbei, da ist Pfister, so, da ist das Überholmanöver. Pfister wieder vorbei an Kiesel. Dann pachelt er es plötzlich auf der 14, nein doch nicht, da ist Schwan. Es ist hier, was ist denn hier los? Die gehen hier volle Kante. Volles Risiko. Also da war jetzt kein Kontakt oder sowas dabei, sondern einfach wahnsinnig viel Risiko. Unser Spitzenreiter, der heißt weiterhin Uwe Schlabe. Ja, das ist das Einzige am Tower, der mag noch nicht so ganz. Also den müssen wir auch mal überholen lassen. Aber Uwe Schlabe führt mit dem Subaru Levok dieses Ding an. Synchrondreher, schöner Sport, machen die Chinesen. Finde ich klasse, ne? So, Kiesel fährt jetzt auch wieder aus der Box raus. Der ist weit zurückgefallen, aber man weiß ja, der Kiesel kann sowas. Und die anderen müssen alle noch rein. Schlabe ist vorne. Dann haben wir Moritz Reiniger. Der kann sich mit der Corolla auf der 2 halten. Und dahinter ist der Dachflipper. Ja, hier hast du natürlich auch die tricky Situation mit den Curbs. Ne? Das ist natürlich auch ganz, ganz gefährliche Geschichte. Jetzt ist Pfister vorbeigegangen an Rahm. Ist wieder auf der 10. Position. Na, du hast natürlich hier die Situation mit den Curbs. Dafür ist Sundown aber bekannt. Deswegen haben wir das Rennen mit wieder in den Kalender genommen. Aber du hast natürlich auch solche Rennen wie Salzburgring. Da wird das ganz, ganz eng. Da ist jeder kleine Fehler wird da bestraft. Und die Jungs, ja, die haben schon im Vorfeld gesagt, hier musst du irgendwann Risiko gehen. Du hast natürlich das gesehen, oh, Michael Kiesel mal ganz kurz neben der Strecke gewesen, aber fährt weiter. Kann aber mit der schnellsten Runde noch einige Punkte holen, das weiß er auch. Vorne Finke vor Dormann. Es ist hier einfach alles möglich und das ist das Schöne. Das ist das Schöne an der Tourenwagen Trophy. Die Jungs alle gut unterwegs. So, jetzt gehe ich mal kurz wieder an meinen Kaffeebecher. Jawohl, ja, und guckt mal an, wer auf der 9. Position bis gerade noch lag. Ist jetzt überholt worden von Pfister, das ist Stefan Günther. Auch da, es kann so schnell gehen.
Und jetzt wieder Dreikampf. Streng, gerade vorbeigegangen an Matthias Pieper. Jetzt haben wir Andy Eller, der ist auch schon wieder auf der sechsten Position. Überragender zweiter Durchgang hier bisher von Andy Eller. Mit dem Drift nutzt der Pieper, geht innen wieder durch. Palenberg auch schon wieder da, der lag da ja draußen im Turn 1. Es dröhnt mal wieder schön in den Ohren, es dröhnt wieder schön in den Ohren. Und lieber David, du bist ja im Chat mit dabei. Ich kann dir wirklich sagen, Salzburg ging, das Rennen geht ja noch eine Zeit lang. Aber um das mal zu weg vorgehen, also das ist, da wirst du selber merken, das wird Highlife auf den langen Geraden. Oh, Daniel Streng! Fehler vorne vom Streng, vom Bruderherz. Und der Pieper, der lauert schon, der zeigt sich schon im Rückspiegel. Beziehungsweise im Außenspiegel macht selber einen kleinen Fehler. Ah, geht da gleich in die Box, weiß, ja, das war zu viel des Guten. Nehmen wir das gleich mit, gleich in die Box reinfahren. Und da kommt dann auch schon der Pfister auf der 9, dahinter Stefan Günther, der wird verfolgt von Anilo Rahm. Die machen jetzt auch Position gut. Walter Rother wieder gut mit dabei auf der 12. Und Pachel ist urplötzlich auf der 13. Was tut sich vorne? Reiniger, Finke, Dormann. Schöner Dreikampf. Wo du hinschaltest, da ist was los. Hier die eine Dreiergruppe, dahinter ist schon die nächste mit Streng, Eller, Palenberg. So, der Finke. Der Finke ist weit draußen. Möglichkeit für Dormann. Und das ist Reiniger. Was macht der Reiniger? Der fährt die Speziallinie. Sensationell, was wir hier sehen. Mir geht's Herz auf. Mir geht's Herz auf. So, kleiner Klopfer. Der Reiniger, der ist für den Michi Dormann zu langsam. Und da hinten, Palenberg fährt jetzt in die Box. Palenberg in der Box, ja, auch ganz wilder Ritt. Und Streng und Eller holen auf. Die sind schneller als der Zug hier vorne. Ja, und in dem Zug, den wir jetzt sehen, da wird wenigstens nicht gestreikt. Da wird angegast. Oh, die heben das Beinchen wie der Max am Auto vom... Wie der Max am Auto vom Michi Dormann. Und jetzt ist der Andy Eller mit der besten Ausgangslage hier auf die lange Gerade. Gib ihm! Gib ihm dem Infinity! So, Reiniger, der dreht sich da vorne weg. Aufpassen, aufpassen, aufpassen! Ui! Das hätte jetzt ganz böse ausgehen können. Streng. Auch über den Körb geballert. Da oben haben wir gerade den Cole-Brown-Moment. Für Moritz Reiniger, das fährt eigentlich super Rennen bisher. Super Rennen und Uwe Schlabe, der Spitzenreiter an der Box. So, Pachel mit dem Golf. Da ist Walter Rother. Auch die waren mal abseits der Strecke unterwegs. Und jetzt ist Emanuel Finke. Ist vorne. Finke mit den ersten Führungskilometern in dieser neuen Tourenwagensaison. Dahinter Eller, Dormann, Streng, Lukas Pfister, Moritz Reiniger, Günther. Ja, selbst der Pachel ist jetzt auf einmal in den Top 10. Anilo Rahm an der Box. Der steht vor unserem Kamerafahrzeug. Dahinter, oh, das sehen wir auch. Stengel gegen Schwan und Michael Kiesel. Der aktuell auf der 16. Position ist, aber wird jetzt natürlich auch schauen. 1:13.689, da geht es Richtung schnellste Runde. Ja, der Dachflip auf P1, das wäre die Sensation. Da wird der Chat hier auch flippen. Stell dir das mal vor, der legt den aufs Dach und der bleibt dann liegen auf P1. Sensationell. Wetten können auch angenommen werden. Emanuel Finke in Führung, das ist, da ist alles möglich.
Im Moment haben wir allerdings erstmal den Zweikampf Stengel gegen Schwan. Dormann ist in die Box gefahren. Schwan zieht vor der Schikane vorbei und Pieper ist draußen. Pieper neben der Strecke. So, da gab es wohl Kontakt mit Walter Rother. Der lässt den wieder vorbei. Aber wie gesagt, auch Walter Rother ist hier top mit von der Partie dabei. Jetzt haben wir die Boxenstopp-Phase. Da sind einige drin. Pieper war schon drin. Schwan war an der Box. Stengel war an der Box. Kiesel war an der Box. Und der Pachel war in der Box. Habt ihr das bitte? Schaut mal bitte, der fährt aus der Boxengasse raus. Daniel Pachel, wo ist er? Da steht er, der war in der Box. Der ist ins Häuschen reingefahren. Das glaubst du nicht. So, Palenberg auf der 6. Vor Michael Dormann. Kiesel ist jetzt auch vorbeigegangen an Reiniger. Also da ist noch was möglich mit den Top 10. Da ist auch noch was möglich mit der schnellsten Runde. Und vorne Eller gegen Finke. Das ist das Duell, was wir schon in Durchgang 1 hatten. Da geht es jetzt um die Spitze. Streng biegt ab. Streng biegt ab Richtung Box. Da habe ich eigentlich auch noch das Gefühl, dass es da in der Boxengasse einen zerlegt. Ja, und im Chat, da sitzen, da ist die Expertenrunde. Ne? Wir haben den Doppelpass, wir haben... Ich weiß gar nicht, was wir für eine Gesprächsrunde haben. Den Stammtisch. Ja. Und da wissen sie ganz genau, Immanuel Finke und Platz 1, das tut nicht gut. Jetzt ist Pfister an der Box. Pfister ist an der Box, kommt rein zum Pflichtboxenstopp. Mal schauen, wie weit es da nach hinten geht. 12 Minuten und dann haben wir diese Station in Sundown. Die Doppelende, ja. Die RRC-WC-Doppelende. Der Renntalk. Finke, Ella waren noch nicht drin. Uwe Schlabe war bereits an der Box. Palenberg auch schon drin gewesen. Dormann, Streng. Und die sind alle relativ nah im Mittelfeld zusammen. Das ist das komplette Mittelfeld, was wir da sehen. Pachel auch wieder rausgefahren. Füglisthaler ist auf Platz 17 zurückgefallen. Der Timo Füglisthaler, der wird hier irgendwie dem, was er kann, nicht gerecht. Finke schafft P19 hin. Oh, ein Reiniger. Reiniger. Reiniger macht den Rückwärtsfahrer. Mensch, der Moritz Reiniger, auch der ist ein Top-Rennen bisher gefahren mit der Corolla. Im zweiten Durchgang. Mega unterwegs gewesen. Oh, was passiert hier denn? Was passiert hier denn? Stengel auf der 8. Dahinter haben wir Pieper gegen Schwan. Die sind nämlich gerade nur eine 1.19er Zeit gefahren. Kiesel ist urplötzlich auf der 11, hat aber richtig Chancen gerade. Muss aufpassen. Oh, die Titanic einmal wieder abgefangen. Der wollte sich schon umdrehen, der Elantra. Der hat schon mit dem Heck eigentlich Richtung Leitplanke geguckt. Alles noch möglich. Hinten sehen wir Rahm und Günther, die jetzt an Walter Rother vorbeifahren. Auch der Walter Rother, wie gesagt, der fährt heute auch ein sehr gutes Rennen. Und hier vorne weiterhin Finke gegen Ella, die wie gesagt beide noch in die Box müssen. 10 Minuten nicht mehr ganz, haben sie dafür Zeit. So, wir müssen ins Mittelfeld. Da ist eine schöne Gruppe zusammen. Das ist die Viererkette. Wieder Schwan gegen Pieper und der Michael Kiesel muss aufpassen, dass er nicht von hinten einfach mal einen dotzt. Was macht Stengel? Stengel, du bist in einer sensationellen Situation und dann kommt er über den Curb drüber und schenkt Platz 8 weg. Stengel! Der geht jetzt ganz weit hinter, denn der ist der Nächste. Das sind die nächsten drei schon. Also es ist mega. Es ist mega, was hier los ist. So, wir gehen wieder auf Pieper, Schwan, Kiesel. Pfister sehen wir da vorne fahren. Der ist aktuell auf der 7.
Hammer, 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 hart, was da abgeht. Oh, Ella gegen Finke, aber weil der Flippinator in die Box fährt. Finke, der Flipper in der Box. Der steht jetzt da, wo die rote Sonne in Barbados scheint. So, und Daniel Pachel ist auch neben der Strecke. So, jetzt fehlt uns bei den Boxen Einfahrten nur noch Andi Ella. Uiuiui. Ich glaube, da hat der Daniel Pachel den zu spät gesehen. Und das ist hier die Sensation. Uwe Schlabe mit dem Subaru bei der Rückkehr der Subaru Tuppe in die Tourenwagen-Szene mit dem ganz dicken Moment. Der, wenn Glück hat, gewinnt er das Rennen. Denn wo ist Palenberg? Der ist vor Finke. Die müssen richtig anklotzen. So, und die Schikane in Sektor 3 hat ihr nächstes Opfer gefunden. Anilo Rahm. So, jetzt ist Kiesel vorbei an Schwan. Da kommen wir gerade noch rechtzeitig. Und Stengel ist vorbei an Rota auf die 12. Position. Günther auf der 11 aktuell. So, Palenberg-Finke. Die müssen richtig ranklotzen, wenn die da vorne nochmal was holen wollen. So, und jetzt ist Ella an der Box. Es ist Ella an der Box und wo ist Uwe Schlabe? Der kommt auf die letzte Schikane zugefahren. Uwe Schlabe ist jetzt schon der letzte Schikane. Uwe Schlabe wird gleich die Führung übernehmen. Wo ist Ella? Der steht ganz vorne. Wo ist Ella? Ella ist noch nicht losgefahren. Ella steht noch. Und Uwe Schlabe übernimmt die Spitze. Jetzt ist Ella raus. Der hat noch 7 Minuten. Muss jetzt aufpassen, denn von hinten kommen sie angeschossen. Palenberg und Finke. Die haben Überschuss. Palenberg geht vorbei auf die 2. Pieper gegen Kiesel. Auch da geht's tun. Aber jetzt müssen wir natürlich mal vorne mitschauen. Palenberg gegen Eller. Wenn da vorne jetzt den Schlabe nochmal jemand abfangen will, dann muss was passieren. Die Sensation ist zum Greifen nah. Uwe Schlabe. 6:21 vor Ende dieses Rennens. Nach 14 gefahrenen Runden in Führung. Und Kiesel gegen Pieper gegen Schwan. Und der Michael Schwan, der drückt sich da im Windschatten. Der kann jetzt gleich 2 mitnehmen. Es ist absolut krankes Racing. Es ist absolut krankes Racing, was die hier zeigen. Oh. Oh. Ich habe meinen Terminplaner schon wieder gesehen, dass ich meiner Frau schreibe, pass auf, morgen Abend wird doch nichts mit gemeinsam Serie schauen. Ich muss Rennen hier nachgucken. Aber bisher ist es eigentlich ziemlich sauber. So, jetzt ist Dormann vorne, laut Tower. Dürfen wir uns nicht irritieren lassen, das Spielchen kennen wir. Wie gesagt, ich schaue mal, ob ich da den Tower irgendwie aktualisieren kann. Aber es ist sensationell, was hier los ist. Es ist sensationell. Jetzt wieder Schwan gegen Kiesel. Die zwei sind hier auch, ich meine, die kennen sich ja jetzt auch schon über Jahre. Das ist ja super. Da wurde ein Nische gemacht. Richtig, ich kann mich nur erinnern, dass Magnus Nische 2021 mal außen in dieser Schikane im zweiten Sektor, die da so bergab geht, den Max Knot auf sensationelle Weise überrumpelt hat. Der Max Knot war danach so paralysiert, der wusste gar nicht mehr, was er dazu sagen soll. So, jetzt haben wir Dormann gegen Streng. Auch vor eben dieser zweiten Schikane. Michi Dormann! Das ist Fahrzeugbeherrschung. Anders kann man es gar nicht sagen. Also ganz ehrlich, das ist... Ja, ob der Dormann genug Sprit dabei hat, das Auto scheint ziemlich leicht zu sein. Jetzt ist der Pfister sogar noch mit reingefahren. Aber wie der Dormann den da oben über den ersten Körper... Da, also es gibt Leute, die scheißen sich dabei dermaßen von in die Hosen. Das ist sensationell, aber der hat wahrscheinlich alles im Griff. Jackie Cola sitzt neben dran und wo ist der Uwe Schlabe? Der ist weiterhin vorne. Nicht irritieren lassen. Palenberg, nur noch 5,4 Sekunden. Das ist nicht mehr zu holen. Da müsste schon irgendwas passieren. Und hinten haben wir Füglisthaler auf der 15. Ja, auch mal der Blick nach hinten. Die beiden Corollas, S91 Racing. Und Stengel, auf den wollte ich gerade schreiben. Es ist wieder die Schikane. Es ist wieder die letzte Schikane.
Walter Rother fährt jetzt zum späten Stopp rein, aber wie gesagt, Walter, das ist ein sehr gutes Rennen, lass dir das wirklich sagen. Gut mitgehalten bisher. So, wir gehen mal nach vorne. Es ist überall noch ein bisschen Spannung drin. Stengel und da steht Stengel und da steht Rahm. Und jetzt hat der Füglisthaler seine zwei Positionen. Ja, es geht hier so eng zu, kleiner Fehler und du bist sofort hinten dran. So, 3,17 noch. Ja, und wo ist der Spitzenreiter? Der kommt eben jetzt hier. Da ist Walter Rother dahinter. Uwe Schlabe liegt 4,2 Sekunden vor Matthias Pahlenberg an der Spitze und es sind nur noch 3 Minuten zu fahren. Also ich denke, das werden noch insgesamt 3 Runden werden. Uwe Schlabe mit dem Subaru Levoc. Wenn der nicht nochmal irgendwo die Kiste wegwirft, dann ist das ein Traum-Comeback für die Japaner von Subaru. Und wie sagt man so gerne, der Justy, das ist ja sein Spitzname, hat er uns mal erzählt, ist ja eigentlich früher mal einen Subaru Justy gefahren. Das war Anfang der 90er. Ja? Die Spannung bringt mich um, jetzt schreibe halt fertig. Die haben da, das ist ja Wahnsinn. So, Ella ist hinter Finke zurückgefallen. Finke, der Dachflipper, auf der 3. So, weiter unten ist immer noch Zahlenspiel. Jetzt Pachel, Stengel, Pachel, Stengel, kämpfen die miteinander? Ja, der Pachel ist da irgendwo mittendrin jetzt. Dormann auf der 5. Der sieht die drei anderen da vorne noch fahren, hat jetzt Pfister hinter sich streng auf die 7 zurückgefallen. Schwan, Kiesel und Pieper. Pieper ist Top 10 noch. Kiesel jetzt gerade mit der etwas schwächeren Runde. Und Walter Rother. Der Walter Rother steht da. Der Walter Rother. Du. Das ist die ungünstigste Stelle, wo du stehen kannst. Wo sind die nächsten? Da kommen Schwan und Kiesel. Bis dahin ist der Walter Rother wahrscheinlich weg. ...1,15 noch und Uwe Schlabe liegt beim zweiten Rennen des Saisonauftakts in Sandown Melbourne in Führung. War ja schon in Macau mal mit einem zweiten Platz dabei, jetzt beim Superfinal. So, aber der sieht da vorne auch noch die Menge, aber das ist die letzte Runde. Uwe Schlabe ist in der letzten Runde. Uwe Schlabe... ich glaube, vielleicht hier, Andi, müsstest du mal drüber reden. Der Uwe ist noch ohne Team, ja? Vielleicht ist der auch was für Sektor 3 Racing. Ja? Top-Mannschaftsergebnis, aber die Siege gehen nicht an Sektor 3. Die Siege gehen an Subaru, beziehungsweise im ersten Durchgang an Michi Kiesel, an CAD Rennsport. Dahinter ist nichts mehr los. Dormann gegen Pfister, das ist das Duell um 5. Das werden wir gleich auch noch sehen, aber wir sind jetzt natürlich auf den letzten Metern dabei. Subaru, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, 2020 kam Subaru bei uns mit in die Tourenwagen-Trophy. Damals noch in die TCR-Trophy. Der Impreza WRX, das ist das mit Abstand wahrscheinlich bis heute schlechteste Auto, was je bei uns in der Tourenwagenmeisterschaft unterwegs war. Selbst Fiat, da ist der Stefan Ohlwerter mal auf einem Fiat Tipo gefahren. Selbst der war besser. Und jetzt kommt man mit dem Levoc BTCC zurück und jetzt nur noch raus beschleunigen und er hatte Glück mit der Startposition 9. Jetzt ist es soweit, Uwe Schlabe gewinnt Rennen Nummer 2 vor Matthias Pahlenberg und dann, wer steht noch mit am Podium? Es ist der Dachflipper Emanuel Finke ohne Dachflip heute und dann haben wir Dormann vor Pfister vor Streng, auch da ist nochmal richtig eng geworden. Baru! Michael Schwan auf der 8, Kiesel wird 9. Pieper auf der 10. Als nächstes kommt dann hier Stefan Günther. Ganz solides zweites Rennen gefahren. Ja, und dahinter ist auch noch einiges los. Da sind die S91 Jungs noch voll im Gange. Wo ist der Pieper? Der Pieper ist schon durch. Aber da kommt Stefan Günther. Auch besseres zweites Rennen.
hat sich da steigern können, wird am Ende 12. Und jetzt schauen wir mal, was da los ist. Da sind sie, die Subarus. Da ist Füglis-Zahler, der jetzt nochmal eine Position verliert beim Rausbeschleunigen gegen Pachel. Der Pachel wird am Ende 13. Reiniger auf 12, Pachel 13, Füglis-Zahler 14, Rahm auf 15. Da hinten kommt Maximilian Stengel. Und over. Sensationell, meine Damen und Herren, was hier beim Saisonauftakt los war. Es ist einfach sensationell. Da gibt es einen Applaus, da gibt es den Jubel. Das ist, die australischen Fans sind high auf. Und das ist unser Sieger im zweiten Durchgang. Uwe Schlabe nutzt den Heckantrieb seines Subaru Levorg beim Start gegenüber Moritz Reiniger, setzt sich dann von der Spitze ab und gewinnt dieses zweite Rennen. Nochmal hier der Jubel der Fans. Lauf 1, der geht an diesen Mann hier, an Michael Kiesel. Oh, da ist Stau. Da ist Stau. Das ist der Dreier der Altmeister. Das ist der Dreier. Die haben den Dreier hier unten. Kiesel, Dormann, Eller. Alle schon mal die Tourenwagen-Trophäe gewonnen. Und das ist unser Ergebnis. Das ist unser Ergebnis. Schlabe vor Palenberg und Finke. Eller auf der 4. Auch da sensationelles zweites Rennen. Was der Andi Eller in der Startphase gemacht hat, war wirklich beeindruckend. Michael Dormann wird 5. Lukas Pfister auf der 6. Daniel Streng auf der 7. Michael Schwan auf der 8. Schnellste Runde. Auch da gucken wir nochmal rein. Denn auch die schnellste Runde liegt tatsächlich bei Uwe Schlabe mit einer 1:13:0. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wir müssen, also die wurde auch so gewertet. Die ist nicht gecuttet anscheinend. Da müssen wir nochmal reingehen. Aber Uwe Schlabe holt sich zusätzlich nochmal 3 Punkte. Was ein Ergebnis. So ist es. So, und ich muss an der Stelle natürlich wieder Werbung einblenden, weil ihr kennt es, liebe Freunde von Assetto Corsa, um das Replay für nachfolgende Ermittlungen zu behalten. Also wie gesagt, wir werden uns natürlich auch nochmal die schnellsten Runden anschauen. Werden wir natürlich das auch abspeichern müssen, und da macht tatsächlich Assetto Corsa Probleme, wenn er hier quasi die Session neu startet. In diesem Sinne. Heider Zacken, was ein Auftakt hier in Sundown Melbourne. Das ist ja das Geile auch an diesen Rennstrecken, eigentlich diese VFSS-Perlen, die wir hier nochmal mit reinnehmen. Hallo, ich bin nicht der Uwe, ich war auch dabei. Ja, der Pachel. Nee, also ihr müsst ja auch euch vorstellen, wie gesagt, die Situation dieses Jahr, wir wissen nicht, was alles auf dem Simracing-Ebenen passiert, ob da, wie gesagt, Assetto Corsa 2 kommt, ob da andere Simulationen kommen. Deswegen hier wirklich nochmal die Perlen aus den alten VFSS-Tourenwagen-Meisterschaften mit rausgenommen. Da war eben Sandor und Melbourne mit dabei, auch der Salzburging, ja, bei den Fahrern ultra beliebt, außer bei Johannes Segschneider. Ja, da gab es den einen oder anderen Reifenstapel, der eben da ein besseres Ergebnis zunichte gemacht hat. Das wird klasse in 2 Wochen. Und schaut euch mal an, heute beim Auftakt. Ich kann mich noch erinnern, wir sind Auftaktsaison gefahren. Ja, hey. Also sowas vergesse ich nicht. Wie du den Reifenstapel da im letzten Sektor versucht hast mitzunehmen und den Alpha aber dermaßen von in die Einzelteile zerlegt hast. Respekt. Nein, also wie gesagt, auch wir hatten 17. Ich mag, ja stimmt, da war ja auch noch was im Nürburgring. Wir haben 17 Fahrer beim Auftakt gehabt. Das war so viel wie lange nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie gleich. Ich schalte ja jetzt dann wieder in den Channel mit rein, quasi in die Nachbesprechung. Da sitzen sie jetzt dann teilweise schon alle. Ich gucke mal ganz kurz nach. Ich blinzel da schon mal. Wo ist mein Discord? Sitzen die da oben? Die sitzen schon alle. Und ich glaube, wenn ich da jetzt gleich den Abspann mache, da wird es gleich richtig bös abgehen. War wieder ein tolles Ding. Wie gesagt, 17 Fahrer zum Auftakt, das ist sensationell. Wir haben teilweise mit 10 Fahrern hier schon in der TCA angefangen. Und das ist phänomenal, das zeigt die Begeisterung, das ist toll für die Autos. Wie gesagt, ich kann nur nochmal an der Stelle erwähnen, wenn ihr Bock habt, meldet euch hier im Discord an, fahrt mit, ihr bekommt die Autos. Ihr müsst bloß Assetto Corsa für einen PC haben. Mittlerweile fahren wir ja eigentlich kaum noch mit Originalfahrzeugen oder Originalstrecken. Ganz, ganz selten, ganz, ganz selten. Hier ist keine dabei im Kalender. Und dann könnt ihr vielleicht schon in 2 Wochen mit dabei sein, auf dem Salzburging. Und wie gesagt, auch Anfänger. Ich sag's gerne nochmal, Anihilo Rahm, der hat das Ganze sich erst zu Weihnachten geholt. Assetto Corsa, Walter Rother ist jemand, der ist auch heute ein super Rennen gefahren. Und ihr lernt total schnell in den WTCR oder BTCC-Boliden. Also die Tourenwagen wirklich super anfängerfreundlich.
Ja, und jetzt muss ich wieder gucken, was haben wir als nächstes. Bevor der Herr Reit wieder was vergisst, das haben wir in Kürze, vor einiger Zeit auch schon wieder gehabt, ist jetzt die Woche nochmal was. Ich überlege, nein. Mit was geht's dann nächste Woche weiter? Wir sind nächste Woche am 31. wieder am Start. Und zwar mit folgender Veranstaltung. Wo ist sie? Achso, es geht nochmal nach Monte Carlo und zwar mit den Histo-Rallye-Boliden. Also das nächste Woche, Mittwoch, fahren wir wieder quasi die Strecke, die wir letzte Woche bergauf gefahren sind mit den Rallye 2-Fahrzeugen in Assetto Corsa. Fahren wir jetzt mit den mit diesen wunderschönen Autos, mit Ford Escort. Ford Escort Cosworth. Toyota Celica, Lancia Delta Integrale 16V, Subaru Impreza 555. Oh, da geht mir direkt einer ab. Mit denen fahren wir dann bergab, auch wieder im Schnee. Wird also ganz tolle Geschichte. So, das war's. Ich wünsche euch schöne Restwoche. Wie gesagt, wenn es irgendwas gibt, dann spontan. Und ansonsten erfahrt ihr alles bei uns am Discord. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war wieder ein wunderbarer Abend. In 2 Wochen gibt es wieder Tourenwagen, nächste Woche Rallye. Ich wünsche euch was. Schöne Woche noch. Euer Chris, macht's gut. Und ich gehe jetzt mal rein und hole mir Atmosphäre bei meinen Fahrern. In dem Sinne, bis dann. Wie ihr beide euch da so ein bisschen gequengelt habt. Und da dachte ich, auf jeden Fall, Uwe. Alles klar. Jungs, ich bin raus. An der Stelle. Ciao.